Hello again. So, ich habe heute die Ehre, den Justin und die liebe Angie durch ein schönes Beintraining zu begleiten. Das ist die sadistische Vorfreude. Nein, also wir haben ja sowas Ähnliches vor 2 Jahren bei Max schon gemacht. Wir machen heute etwas weniger Volumen und wir bauen auch ein bisschen mehr Pit mit ein. Aber wir werden anfangen, oder freut sich schon jemand, wir werden anfangen mit GPS-lastigem Training, also dieses von dem Herrn Pfister, das Trainingssystem. Ich erkläre das gleich nochmal ganz kurz, was man da gedanklich eigentlich macht. Und am Anfang sind es halt viele Wiederholungen, viele Sätze, sehr kurze Pausen und wir arbeiten jetzt am Anfang auch gleich wir machen erst Waden und dann arbeiten wir gleich mit einem Supersatz. Ich erkläre einfach, während wir das machen, erkläre ich so ein bisschen, was wir da tun. Okay? So, wir fangen mit der Wade an. Also wir trainieren heute quasi den gesamten Unterkörper, sprich Quadrizeps, Beinbeuger, Wade und der Arsch ist natürlich auch mit dabei. Also wirklich ein komplettes Unterkörpertraining. Und wir fangen an mit Wadenheben an der Beinpresse. Das Geile ist, der Peter, der dirigiert uns durch das Training. Dementsprechend wird er auch die Gewichte ab- und aufbauen. Das mache ich gerne, wenn ich dann den Rest mir angucken darf. Ja, weil wir gar nicht wissen, worum es geht. GPS funktioniert im Prinzip so, dass man unterscheidet zwischen ökonomischen Wiederholungen und angespannten, aufgespannten, angestrengten Wiederholungen. Das heißt, das macht man immer blockweise. Wir fangen quasi an mit 4 ökonomischen Wiederholungen, 4 aufgespannte, 4 ökonomische, 4 aufgespannte, 4 ökonomische. Man kann also sagen, man geht quasi ökonomisch in den Satz rein und geht ökonomisch raus. Was macht man gedanklich dabei? Bei den ökonomischen Wiederholungen führt man einfach nur die Bewegung aus und versucht, möglichst wenig die Muskeln dabei maximal mitzuspannen. Das heißt, stell dir einfach vor, du würdest ein Glas Wasser nehmen, das zum Mund führen, dabei denkst du auch nicht darüber nach, dass du jetzt den Bizeps dabei voll in die Kontraktion drängst, sondern du machst einfach diese Bewegung. Das heißt nicht, dass man Schwung benutzt oder dass man in irgendeiner Art und Weise abfälscht. Man ballert die aber durch, oder? Man ballert die quasi durch. In den nächsten 4 Wiederholungen versucht man, alle Fasern, die man irgendwie gedanklich kontaktieren kann, volle Pulle mitzuspannen. Und das wechselt man immer ab. So, das Warum und Wieso würde jetzt dieses Video sprengen. Deswegen machen wir es einfach mal. Ich mache euch das mal ganz kurz vor. Die ersten 4 Wiederholungen mache ich einfach hier durch. Dann bleibe ich unten ganz kurz in der Dehnposition und spanne volle Pulle durch. Volle Pulle durch. Volle Pulle durch. Volle Pulle durch. Und die nächsten 4 Wiederholungen lasse ich mehr oder weniger einfach nur normal fließen. Und dann wieder 4 Wiederholungen, voll durchspannen und nochmal 4 Wiederholungen fließen lassen. Das können wir perfekt im Wechsel machen, weil während ich jetzt meinen Satz beendet habe, würde ich quasi einmal dafür sorgen, dass die Waden in Bewegung bleiben. Das heißt, ich laufe quasi einmal bis dort vorne, komme langsam zurück und dann ist mein nächster Satz dran. Und du kannst dann in der Zwischenzeit deinen Satz machen. Ja? Also man beginnt immer so mit roundabout 35, 40 Sekunden Pause und das darf dann in der Zeit. Also wir machen heute 3 Sätze jeweils, bei 5 Sätze zu zweit, dauert zu lang. Und wäre für dich heute bei dem Wetter auch, für dich wahrscheinlich auch, nach dem Pause einfach zu brutal. Deswegen machen wir heute einfach nur 3 Sätze. Und die zweite Pause darf man ruhig ein bisschen länger machen. Also je nach Übung dürfen das schon mal 50, maximal 60 Sekunden sein. Vom Gewicht her gehen wir da dann nochmal hoch. Machen wir jetzt auch. Wir gehen, also ganz ehrlich, die Gewichte sind nicht so hoch, dass man sich großartig aufwärmen muss. Mhm. Ich starte einfach. Also ich mache das mit 200 Kilo. Denke, die packst du auch locker. Deswegen würde ich jetzt einfach noch 2 Scheiben jeweils draufschmeißen. Ah, fühl mal erstmal rein. Genau, damit ich. Ich muss auch gucken, ob ich mir vielleicht Schuhe anziehe. Also Wadenheben würde ich tatsächlich in Schuhen machen. Ja, ich glaube auch. Ciao. Ciao. Dann weiß ich, wie es. Genau. Ne, dass du kurz in der Dehnung verharrst, alle Fasern in der Dehnung anspannst. Das ist tatsächlich auch kein originales GPS mehr. Ich fühle das einfach besser, wenn ich diese aufgespannten, angestrengten Wiederholungen mit einem Mini-Stopp unten machen. Dass ich kurz in der Dehnung bleibe, gedanklich alle Fasern zu packen kriege und dann voll durchkontrahiere. Tatsächlich geht es an der Beinpresse auch barfuß. Das
Okay, gut. Okay. Ja. Hast du mal probiert, ob du das vielleicht besser merkst? 20 Wiederholungen. 20. Das heißt, vier ökonomisch, vier aufgespannt. Hast du das? Ja, ich habe jetzt nur. Ja, das war ja nur zum Reinkommen. Ja. Ich brauche nochmal Gewicht. Aber das geht, das geht. Hast du mal probiert, ob du die Wade besser merkst, wenn das Knie ganz leicht anwinkelst? Probier das mal. Weil ich merke es so ein bisschen besser. Wenn du die Knie so leicht gebeugt lässt und die Knieposition nicht veränderst. Jetzt probiere ich mal so. Ja. Keinen großen Unterschied, aber ich winkel die sowieso leicht an, wenn das Gewicht schwer ist, weil ich will nicht so gestreckt sein. Das will ich nicht. Aber wenn dann irgendwann das hintere Kreuzband durch ist, dann ärgert man sich. Gegen Ende wird's dann, geht es in Richtung Hit. Mhm. Na, weil Pit ist ja im Grunde genommen was Ähnliches. Hit ist ja auch ein extrem hochintensives Training. Nur dass du da einfach noch mehr letztmögliche Wiederholung einfach sagst. So, dann kannst du mal anlassen. Noch ein. Für die Aerodynamik ist gesorgt. Er sagte mir übrigens, die Leggings ist eine selbstregulierende Sommerhose. Seit seinem 15. Lebensjahr hält die. Leute, kauft bei Big Sun ein. Ich brauche eine neue Leggings. Bitte. Was, der ist seit seinem 15. Lebensjahr? Ja. Da passt du noch rein? Ja, unglaublich. Da lief was falsch, ne? Irgendwas falsch stimmt da nicht. Warst du damals fett? Nee, ich hatte aber schon immer gute Beine. Aber die waren natürlich nicht so eng. Die reißt er jetzt. Okay. So, auf geht's. Justin hat Ballett gemacht. Vier dynamisch, vier kontrolliert, vier dynamisch. Okay. Vier und absetzen. Das war's. Stehst du einmal auf, gehst mal kurz bis da hinten. Das war nur seltsam, ne? Nein. Du verzählst sie am Anfang schnell. Ja. Das erzähl mich sowieso immer. Ja, er hat das mit den Zählen nicht so. Sieben. So, wir laufen jetzt hier einmal. Einfach. Ui, alles gut, Kleiner. Komm, lauf mit. Lauf mit. Aktive Regeneration, der war. Das war schon anstrengend. Wäre da jetzt nochmal, müssen da nochmal vier Wiederholungen rein, das hätte ich nicht mehr geschafft. Aber es ist cool, mal was Neues auszuprobieren, weil ich bin sehr eingefahren in meinem System. Deswegen, Peter hat mir da auch, was wir gegen Ende machen werden, was er schon erwähnt hat, werde ich auf jeden Fall auch in mein Training einbauen, weil es Sinn macht. Möglichst wenig Energieverbrauch. Einfach nur sauber. Genau. Drei. Fest. Vier. Und locker. Eins, zwei, drei. Oh, fuck. Das ist ja das Problem, wenn man immer Hit macht. In diesen Wiederholungsbereichen verkackt man halt total. Ja. Okay. Schmerzhaft. Schmerzhaft. Tut weh? Tut weh, ja. Das ist zweiter Satz. Ja, noch einen. Das ist die Übung. Ja. Ich hoffe, dass er das nicht bei allen so macht. Der Waden geht ja noch, aber jetzt stelle ich mir vor, wir machen das irgendwie bei irgendwelchen Pressübungen. Alter, ich sterbe. Das ist halt, man gewöhnt sich da ganz schnell dran. Wenn ich das jetzt nächste Woche nochmal machen würde, easy, safe. Gerade an solche höheren Wiederholungsbereiche gewöhnt man sich schnell. Aber beim ersten Mal tut es schon weh. Ja, die Frauen sind irgendwie stärker in den Waden bei mir als ich. Ich komme aus dem Rennradsport, ich habe die Ausrede. So. Und der letzte. Das solltest du schon auch nicht merken jetzt. Du hast ja gesehen, ich kann nicht mal in die Kontraktion rein. Und sind zu, sind voll. Das ist einfach Gewöhnung. Einfach voll. Geil. So, und der letzte Satz wäre eben. Ich glaube, ich werde das auch in mein Training mal machen. Ich will allgemein jetzt in dieser Off-Season mehr Dinge ausprobieren. Gerade in Richtung Volumen mal ein bisschen trainieren. Ich glaube, das ist ganz cool. Drei. Vier. Und nochmal fließen lassen. Komm. Eins, zwei, drei, vier. Gut. Wadenmonster. Die hat echt Power in der Waden. Das ist nicht verkehrt. Meine nicht. So, jetzt kommt der erste Supersatz. Und zwar machen wir jetzt beim Beugen den Supersatz mit Abduktor. Ja, du kannst mich mal. Ciao. Mein Handy geht. Klingt gut. Gerade.
Beinbeuger liegend, im Supersatz mit Abduktor. Bin sehr gespannt. Gucken wir uns das mal an. Erste Wiederholung. Ganz locker durchbewegen. Absetzen, Spannung aufbauen. Boom! Richtig durchkontrahieren. Boom! 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 Und wieder fließen lassen. 2, 3, 4. Und nochmal. Boom! Schön definiert, man sieht alles. Boom! Boom! Direkt drüber an den Abduktor. So, und hier machen wir jetzt nicht 20, sondern 30 Wiederholungen. Und zwar alle ohne abzusetzen, Vollgas raus. Ich gehe auch nie ganz zusammen, sondern ich bleibe quasi in der äußeren Hälfte der Kontraktion. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter. Ich weiß, ich voll. Also das muss jetzt eigentlich immer ein fliegender Wechsel werden. Also wenn du jetzt da anfängst, hier rüber gehst, fängst du direkt an mit Beinbeugen. Und dann gehe ich rüber. Dann gehst du rüber. Also es gibt gar keine Pause. Gar keine Pause. 1, 2, 3, 4. Kurz absetzen, Spannung holen und du. 1, 2, genau. 3, 4. Und fließen. 1, 2, 3, 4. Und nochmal. Druck. 1, 2, 3, 4 und fließen lassen. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Und der fliegende Wechsel. Vollgas raus, immer voll in Spannung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sehr schön. Und fliegender Wechsel. Das ist doch kein Training hier. Das ist Qual. Erstens war es immer harmlos. Dann wird es spannend. Ich finde es jetzt schon nicht harmlos. Locker durch. 3, 4. Druck. 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 Und wieder. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Fühlt sich schon ganz gut, ne? Oh, krass. Den das Gewicht erhöht. Das ist ein Arsch. Was? Nein, die hat das ja nie. Hast du? Komm, war voll drauf. Ich dachte, ich kann cheaten. Wenn ich den ganzen Stapel schaffe, musst du den dreimal schaffen. Hey, Quatsch! Ja, sicher! Komm, ich bin das doch nicht gewohnt. Ja, ist ja egal. Du hast doch nicht bessere Beine als ich. Komm, 1, 2, 3. Komm, mit Druck. Ja. 6, 7, 8, 9. Komm, fest! Boom, 2, komm mal. 3, 4, locker. Komm, mach mal. 4 Stück noch. Ja, Gewicht hat gut geschätzt. Und der letzte. 15, komm, ein bisschen mehr Aggression da rein. Komm mal. 18, 19, 20, komm mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, komm, 7, 8, 9. Also. Was ein Sadist. Ja, meine Berufung. Aber der Pump ist nett, ne? Der Pump ist nett. Aber das ist halt, ja, das geht schön voll auf das Cardio. Geht voll auf das Kreislauf. Sehr gut. Boom. 2, 3, 4. Und flüssig durchbringen. 1, 2, 3, 4. Yes. Sehr gut. Drin? Ja, ist drin.
Die letzten vier waren schon anstrengend. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Schulterrutschen, ne? Hast du was gebracht, dass ich ein bisschen dagegen? Ja, okay. Ich kann mich sonst nicht konzentrieren, weil ich so auf die Füße. Weiter geht's. Ja, sicher. Sicher, Pause ist schon viel zu lang. Sauber. Super. Wie macht er sich? Ganz gut. Beide? Ja. Jammert zwar ein bisschen viel, aber eigentlich kann er das. Eigentlich kann er das. Zwei, drei, komm schon. Vier. Jawohl. Sauber. Und für Justin der letzte. Vier. Und fließen lassen. Komm. Sind nur noch 12 Stück. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und nochmal vier voll aufgespannt. Komm. Ganz oben rein und BAM! Ja. Und raus damit. Drei, komm mal. Einer noch. Und noch viermal fließen lassen. Komm. Weiter, komm. Eins, zwei, drei, vier. Jawohl. Super. Fürs erste Mal schlägt er sich verdammt gut. Das geht auf den Pumpeball. Das ist abartig. Hat schon Sinn, was er alles sagt. Ja, safe. Danke, zum Glück. Man sieht das ja, ne? Dass es so macht. Ja, also können diese Waden lügen? Ich steuere den Stretch halt über die Knieposition. Immer noch ein Smiley drauf. Ja, groß sind sie nicht, aber Kontur ist ganz okay. Dass die irgendwie so operiert wurden, also deine rechte Wade von dir aus, ja, ich das weiß, Ding da sieht, links, das sieht richtig, richtig massiv sieht, aus. Sieht aus wie so ein Alien, ja. Das da irgendwie drin sitzt. Nein. Willst du mich schlappen? Ich trainiere mit Crocs. Ich mache alles mit Crocs. Ja. Zwei, drei, vier. Und schließen. Gut. Sauber. Vier. Und durch. Eins. Ah. Komm. Komm, 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 komm. Ah, du bist tot. Ich glaube, das wäre jetzt auch mit 20 Kilo nicht mehr gegangen. Nee. Sehr gut. So, jetzt sind wir mit dem ersten GPS-Block quasi mehr oder weniger durch. Jetzt wird es ein bisschen schwerer. Und jetzt machen wir ein paar Pizzasätze. Für mich könnte das Training jetzt auch vorbei sein. Ja, auch okay. Setz quasi immer unten ab. Sorgst dafür, dass dein Rücken unten gerade ist, also ziehst das Becken ins Polster rein, dass du keinen Rundrücken machst. Ja. Ziehst gedanklich die Zehenspitzen von der Platte weg, dass du mehr über die Ferse drückst. Aha. Und spannst hier ganz oben den Quadrizeps an. Ja. Und dann stellst du dir vor, du würdest den Schlitten nicht unter 45 Grad hochdrücken, sondern als würdest du den quasi geradeaus wegschieben. Ja. Dadurch hast du mehr Spannung im Beinbeuger. Du hast mehr Spannung im Beinbeuger. Du benutzt Quadrizeps und Beinbeuger. Machst am Anfang die Pausen so lange, dass du quasi einmal aus der Spannung raus und dich wieder neu reinfinden kannst. Irgendwann so ab der 7., 8., 9. Wiederholung könntest du vom Kopf her schon wieder. Dein Bein sagt dir aber, ich schaffe die Wiederholung noch nicht. Und dann machst du die Pause so lange, bis du wieder eine gescheite Wiederholung schaffst. Ja. Und so quasi die Pausenlänge über den Satzverlauf immer länger, 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 länger wird, so wie du es brauchst. Ja. Damit du quasi die letzten möglichen Wiederholungen, dass das nicht ein, zwei sind, so wie bei einem Satz mit durchgehenden Wiederholungen, sondern teilweise 10, 11, 12 Wiederholungen werden können. Mhm. Also wir würden jetzt hier ein Gewicht nehmen, wo du normalerweise so 8 bis 10 Wiederholungen schaffst und machen dann mindestens 20 einzelne Wiederholungen. Und entspannst. Versuch mal unten wirklich Spannung rauszunehmen von der Hand. Absetzen. Ja, genau. Und dann immer, wenn du unten Spannung aufbaust, versuchst du da ganz oben anzuspannen. Und da auch. Dass du diese beiden Punkte gleichzeitig anspannst und dann aus der Ruhelage rausdrückst. Das ist ja, wenn man das zum ersten Mal mit diesem Deadstop macht, das ist von unten raus. Ne? Das ist eine ganz andere Belastung. Ja. Als ich das erste Mal gemacht habe und dieses von unten Spannung aufbauen, hast du das selber raus? Das habe ich selber gebaut, ja. Da ist ein Bajonettverschluss hier drin und darüber kannst du halt die Höhe einstellen.
Ist auch noch gefedert, ne, damit du diesen, damit, wenn du absetzt, das ein bisschen ruckartig machst, dass das keine Schläge gibt, die dir auf Dauer die Beinpresse durch die Halle schiebt. Okay. Komm. Und wirklich die Spannung ganz raus. Absetzen, Spannung ganz raus. Eins. Schön. Zwei. Super. Drei. Sehr schön. Vier. Fünf. Ja. Sechs. Super. Sieben. Acht. Neun. Come on. Zehn. Elf. Sehr schön. Zwölf. Das ist viel zu leicht. 14. Viel zu leicht. 15. 16. 17. Das macht die Pause ein bisschen länger. 18. Komm. 25, das ist viel zu leicht. 15. Längere Pause, längere Pause, längere Pause, längere Pause. Und jetzt, komm. Komm, 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 ja. Hättest du locker mit 400 mal. Komm, weiter, direkt beinstrecken, beinstrecken. 12, sehr geil. 13. Nicht Schwung holen, halt die Spannung lieber ein bisschen länger. Ja, so, das war besser. 14. 18. 19. Komm, da geht noch was. Komm, 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 komm. Schön, ne? Wie kann ein Mensch so schwitzen? Ehrlich. Der muss doch 5 Liter mindestens gerade verlieren. Das ist wieder so. Bist du mit Zackel den Berg hoch? Ja. Da habe ich zweimal geweint. Aber du hast nicht geschafft. Nee. Du machst ja quasi einen Schritt. Du machst halt nicht wie ein Aufzug, gehst nicht gerade hoch, sondern holst von da die Kraft, gehst gleich nach vorne, machst nach vorne den Schritt. Das ist halt nicht hoch, dann nach vorne, sondern es ist eine Kreisbewegung. Ja, jetzt wirst du auch nur noch schaffen, den Oberkörper aufrecht zu halten, nicht nach vorne zu gehen. Okay, das fällt mir ein bisschen schwer, muss ich sagen. Mach's mal ohne Gewicht. Mach mal ohne Gewicht. Das fühlt sich für mich einfach verändert an. Ja, genau, das meine ich. Das war ein Punkt, das ist nicht wichtig. Ja, genau. Und der vordere Fuß macht quasi die ganze Arbeit. Den hinteren lässt du ein bisschen früher los, dass du nach vorne reinkommst. Ja, jetzt kommen wir der Sache näher. Ja, jetzt kommen wir der Sache näher. Ja, manchmal kriege ich es hin, manchmal nicht so. Das ist halt auch wieder, wie alles wieder nur Gewöhnungssache. Ne? Ja. Also ich weiß, was du meinst. Mhm. Also komplett auf das Standbein. Genau, einfach wirklich immer auf den vorderen, komplett auf den vorderen Fuß das Gewicht verlagern. Dass du die Übung quasi nur mit dem vorderen Fuß machst, der hintere nur stabilisiert. Ja. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Zwölf. 13, 14, und komm. Komm, 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 20, jawohl. Das ist die Kraft. So, jetzt kommt wieder Bein 90 nach hinten. Das ist so krank. Das ist eine ganz andere Intensität. Das ist einfach die Gewöhnung. Ne? Ich habe beim ersten Mal auch gejapst. Und Spannung. Zwei. Richtig durchspannen. Drei. Vier. Und locker. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und nochmal richtig durchspannen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und fließen lassen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Gut. Und zweiter. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und durchspannen. Eins. Zwei,
4. Und locker. 1, 2, 4. Und nochmal durchspannen. 1, 2, schön. 3, 4. Und fließen lassen. 1, 2, 3, 4. Sauber. So, letzte Übung. Genau. Atemknie beugen. Man sollte nie versuchen, 20 Wiederholungen zu machen, ohne zu atmen. Das wird schwierig. Kann ich nicht empfehlen. Nein, man macht quasi, man macht eine Wiederholung, bleibt oben kurz stehen, nimmt mindestens einen tiefen Atemzug und dann kommt die nächste Wiederholung. Wenn ein Atemzug immer nicht mehr reicht, dann macht man zwei Atemzüge. Immer macht man drei, immer macht man vier. Ziel ist es halt, dass man die 20 Wiederholungen mindestens voll bekommt und zwar ohne die Stange abzulegen. Ne? Ja. So, komm, letzter Satz. Alles oder nix. Kein Spaß mehr. Kein Spaß mehr. Durchziehen. Kein Spaß. Danach kommt wirklich nichts mehr. Nichts, nichts mehr. Okay. Alles jetzt, Digga. Einmal noch. Everything. Guck in den Spiegel, du gegen dich. Schön aus dem Quatsch drücken. 1. 2. Sehr geil. 3. 4. 5. Stark. 6. 7. Brutal. 8. 9. Jawohl. 10. Oh komm. 11. 12. Okay. 13. 14. Komm mal. 15. 16. Und vier schöne noch. 17. 18. Komm, zwei schöne noch. Oh, komm, 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 komm. 19. Und einer noch, komm, der letzte. Yes! Sehr geil. Schönes Ding. Haben sich fürs erste Mal schon ganz gut geschlagen, die beiden. Aber man merkt halt, dass der Justin sonst anders trainiert. Ja. Und das merkt man auch. Definitiv. Das aber Entschuldigung, das, Justin. Wie schnell auch meine Muskeln übersäuern. Ja, weil das die ist halt nicht einfach ist das brutal. Ne? Aber das finde ich, das ist das geil an diesem Training, ne? Deine Leistungsfähigkeit insgesamt ist einfach auf ein anderes Niveau. Ja. Natürlich ist das geil, wenn ein hohes Gewicht achtmal drücken, ziehen, whatever kannst. Ja. Aber diese Leistungsfähigkeit über einen längeren Zeitraum ist ja das, was man im Alltag auch häufiger braucht. Ja, ne? Ja, ja. Und das entwickelt sich durch dieses Training schon auf eine ganz andere Art und Weise. So, Freunde, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Diesmal, ich würde sogar sagen, es war Peters Video auf meinem Kanal. Aber ihr wolltet das so. Ja, also ich fand es mega geil, du auch. Ja, mega. War auch mal cool, so das Ruder abzugeben, mal an jemand anders. Wir drehen das Spiel auf jeden Fall auch mal um, ich komme mal zu euch. Da wirst du gelangweilt sein, das sage ich dir. Das ist nichts. Wer weiß. Im Vergleich. Wir schauen mal. Ja, ansonsten Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, bei Big Soul mit Angie 10 oder Jam 10 einkaufen. Hast du irgendwie Werbung? Haben wir schon? Ja, bei B-Nutrition. B-Nutrition mit Peter 10% ja. auf alles. Und wenn ihr mal richtig Beine trainieren wollt und kotzen wollt, Out of Crossboards. Hox. Hox, okay. In Hattingen bei Peter Bears und Nadine Bears. Das ist wie Familie, sag ich euch. Ich bin ja schon länger hier, wirklich Family. Ich habe mich gestern auch schon wohl gefühlt beim Essen. Hier jetzt allgemein auch. Habe mich sehr gefreut, hier da sein zu dürfen, Videos zu drehen mit dir. Wie gesagt, ich habe mich schon bedankt auch fürs Posing. Und das ist der Einzige, der noch echt lächeln kann. Das ist ein wirklicher Mensch. Ein wirklicher Wenn er Menschen quälen kann. Ja, genau, meine Berufung. So.
Wir fahren jetzt nach Hause, 5 Stunden zurück nach Hamburg. Und 30 Minuten, sage ich nur. Ja, wir ein bisschen länger. Ich werde jetzt erstmal schlafen gehen. Tschüss. Ciao.